every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up. Moving, moving me up. Each tiny, tiny move is all I need, and I don't sober. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Genau, also bei uns geht es darum, dass wir sozusagen Vergleiche erstellen zwischen einem Mann, der mit der Bahn zur Arbeit fährt und einem Mann, der mit dem Auto zur Arbeit fährt. Ja, Hintermann, Hintermann. Hallo, hörst du mich? Nein. Das ist die nächste Zone, das ist... Oh, fuck! Also wir hatten PlayStation und unsere Idee war eigentlich, was war noch unsere Idee? Ja. Lasst euch einfach überraschen. Adidas! Ja, wir hatten Adidas und wir haben uns ganz viel Bewegung überlegt und halt Emotionen, die wir halt rüberbringen wollten. Wir warten weg von der Norm. Wir haben für Nivea einen Werbespot gemacht. Shit. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Helf mir! Okay, nicht so übertreiben. Wir haben Red Bull und die Story haben wir uns in. Im dritten Semester ausgedacht und ich habe keine Ahnung wie mehr. Ich habe keine Ahnung mehr wie. Every step is moving me up. Moving, moving me up. Every step is moving me up. Das Schwierigste bei uns war, glaube ich, diese Schauspielersuche, weil man am Anfang, glaube ich, auch so ein bisschen sich nicht getraut hat, sage ich jetzt mal, Schauspielschulen anzuschreiben, weil wir ja auch kein Budget hatten und uns einfach vorgestellt hatten, dass die das nicht machen ohne Geld. Aber auch von dem, die letztes Jahr sozusagen gemacht haben, haben die uns erzählt, macht das einfach und dann haben wir es einfach getan und es haben sich auch wirklich welche gemeldet. Wir haben das so ein halbes Jahr geplant und irgendwie versucht, alles so zu organisieren, dass es passt. Und am Ende war es schon irgendwie zwei Wochen vorher so, fehlen uns jetzt noch Leute? Ja, uns fehlen immer noch Leute. Und wo kriegen wir die Klamotten her? Aber letztendlich haben die aus der Uni hier auch mega gut mitgewirkt. Ja. Also wir hatten so viele Klamotten am Ende. Wir hatten echt viel Auswahl. An dieser Stelle nochmal danke an alle, danke, die uns die Sachen geben. Ja. Und dann kam es irgendwie dazu, dass der eine Darsteller keinen Führerschein hatte, der andere auch nicht. Dann hatten wir auch kein Auto oder ähnliches. Deswegen mussten wir ein bisschen umswitchen und ein bisschen improvisieren, aber das hat letzten Endes super geklappt. Also als Statement für euch,
vorher einfach schon mal abchecken, wo man schneiden kann, das schon mal, also den ganzen Werbespot noch mal einfach darstellen, einfach mit der Handykamera. Das wäre so ein Tipp an uns, dass ihr das einmal noch mal vorher probt an euch. Entschuldigung an euch. This is how we walk on the moon. This is how we walk on the moon. Hey, was geht? Alter, du glaubst nicht, was mir gestern passiert ist. Ja, hau raus. Pass auf, ich habe eine neue Karre gekauft, ja? Audi A6, 256 PS, tiefschwarz, auf 20 Zoll Felgen, Rakete. Heftig. Pass auf, ich habe da erstmal eine Runde gedreht, geguckt, was die Karre so drauf hat, ne? Locker über 100 zu schnell gefahren und direkt an der Polizei vorbei. Was? Ich konnte mich auch schlecht erwischen lassen jetzt. Und dann habe ich nochmal extra Gas gegeben und so eine Oma mitgenommen mit ihrem Rollator. Das hat geknallt, alter Schwede. Was? Das Beste ist, die Bullen sind mir dann durch die ganze Stadt nachgejagt, bis in mein Haus rein, bis in mein Treppenhaus rein und... Ja, hat auch nicht lange gedauert, bis sie dann vor meiner Haustür standen. Aufmachen, Polizei! Alter! Ich hatte keine andere Wahl. Requesting backup for a possible... Schon wieder gestorben. Vielleicht doch ein HVV-Abo? Kennt ihr hier deine Knarre? Wir machen jetzt den Kiosk klar? Hast du alles dabei? Wo ist deine Maske? Was Maske, Digga? Ich dachte, du bringst die mit. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich um deine Maske kümmern. Ja, das war dein Job, Digga. Immer dasselbe mit dir. Du verkackst jedes Mal. Jedes Mal. Das klappt nie mit dir. Nie. Digga. Was jetzt? Warte, vielleicht finde ich was, Digga. Nee, ist das dein Ernst? Doch, Digga. Glaub das funktioniert dir. Niemals. Ich sag dir das. Digga, das wird nicht klappen, Mann. Nein, Mann.
Gib das Geld her mit der Kasse, Mann, sofort! Beeil dich! Mann, schneller, Mann, schneller! Was für Fax? Gib die Kasse! Beeil dich, seh ich komisch aus, Mann! Kasse! Rich, bist du das? Was? Ja, vierte Klasse! Fuck! Das Ganze bitte bis morgen, okay?